bin auf dem Weg zum nächsten Banditenlager. Ich war mir anfangs noch nicht sicher, ob ich jetzt nochmal den Karten nachgehe. Ich hatte ja mit der einen Karte schon mal angefangen, mit der Nummer 1. Oder ob ich das von Bernhard fertig mache oder das mit dem Turnier mache. Das Turnier kam jetzt nicht direkt nochmal. Deshalb würde ich jetzt erstmal das nächste Banditenlager ausnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da noch kommt. Oder ob das so ein unendliches Ding ist. Oder ob das jetzt ein so ein Hintereinander macht, das weg ist. Und es dann abgeschlossen ist und ich irgendwann nochmal zu ihm gehen kann. So, weil er ja als Aktivitätengeber gekennzeichnet ist. Aber vielleicht kriege ich da noch ein paar Sachen, die ich dann verkaufen könnte. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Deshalb würde ich das einfach jetzt mal kurz fertig machen, weil das stört mich so ein kleines bisschen, weil das so anders markiert wird. Und ich bei den anderen Aktivitäten-Sachen ja, das nicht direkt aktiv habe. Ich müsste ja zu den Leutchen hin. Ja. Und sowas, das stört mich so ein bisschen so an sich. Und die Lager füllen sich ja immer wieder auf. Ich meine, das eine Lager, ich glaube, das erste oder zweite, was da war, das habe ich ja schon 3 Mal gemacht gehabt. Das war ja auf jeden Fall kein neues. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie gut ich das hinbekomme. Wenn man das nicht alles am Stück spielt. Ich brauche irgendwie mal einen Monat Urlaub, wo ich noch zocke oder so. Ich muss mich dann immer kurz nochmal 5 Minuten irgendwie einfuchsen. Das ist liebig. Kann sein, dass wir vielleicht gleich kurz sterben und dann geht's wieder. Ganz normal, Standard. Die sind hier irgendwie im Wald. Kann ich das auch machen, wenn ich durch den Wald gehe? Dieses Anschleichen und dann so, das ist ja alles irgendwie nicht so meins, ne? Am liebsten. Ja. Würde ich das eh ganz anders machen. Aber da sind sie schon. Da sind sich weiße Sachen. Also so Stoffplan. Das werden die Zähte von denen sein. Bei Fußköter. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte absteigen. Bitte, ist noch da, ja. So, da sehe ich schon die Zelte. Okay. Vielleicht kriege ich die auch wieder so ein bisschen einzeln, ne? Weil wenn 5 auf einmal, dann habe ich immer Schwierigkeiten mit dem, wo blocke ich jetzt? Wegen dem Anvisieren und so. Weil dann, wenn die 5 auf mich einhauen, dann das schaffe ich nicht. Aber so 2 sind okay. 3, aber über 3 auf gar keinen Fall. Da sitzt jemand. Ich habe auch so laute Sachen an, ne, davon abgesehen. Also. Wenn nur, dass er hierher kommt, ohne alle anderen aufzuwecken. Okay, da rannte gerade schon irgendwas. Irgendwer. Ach, ich sehe ja immer nichts, ne? Oh Gott. Natürlich schon zu zweit. Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. 3. Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank, ja? Danke. Zu den Waffen! Hier rüber! Ist der nicht schon down? Gerade! Ich ergebe mich! Der hat halt eine Rüstung. Ich glaube, das ist der Anführer, oder? Ja, die einen hatten jetzt nicht so krasse Sachen an, ne? So, neben mir. Ach, der im Hund. Okay. Da. Oh Gott, keine Pfeile. So, dass er nicht mich trifft. Die Möglichkeit. So, es waren jetzt 4 und ein Hund. Das
Sehe ich das richtig? So, danke. Da sehe ich wieder mehr. Geh da gleich mal hin. Vielleicht schläft da noch jemand. Es ist schwachsinnig, alles zu nehmen, aber... Auch wenn ich nur 0,5 Groschen dafür bekomme, ich hätte es gern. Und da ich das ja zu meinem Pferd teleportieren kann, mache ich das auch. Waren die, die waren doch jetzt gerade leichter als die anderen. Und das sage ich, obwohl ich das gerade nicht am Stück spiele, ne? Also, na gut. Ich nehme das so. Ich freue mich dann darüber, aber bin verwirrt. Ihr wisst auch, sowas irritiert mich. Ich dachte, das Lager wird mit Mal zu Mal schwerer, weil so hatte sich das bei den anderen angefügt gehabt. Und kann man sich ganz ehrlich sagen. Ist das besser? Ich hoffe das einfach und irgendwann sorge ich für meine Rüstung, dass ich eine ordentliche habe. Ich habe aber nur zwei Ohren. Habe ich nicht drei Typen erledigt? Achso, ich muss hier noch looten, ja. Kurzer Blackout. Kann ja mal passieren. Das behalte ich mal. Zweiteiliger Eisenhut. Wo die anderen müssten hier doch auch noch irgendwie liegen. Ich für die Ohren schieße ich auch was. Warte mal, ich kann mal Köter kurz was zu essen geben. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ich kann mich ja auch um meinen Hundi kümmern, ne? Ja, ich hier nehme erstmal das da. Trotzdem fehlt noch einer. Ist er wieder, ist er hier runtergerutscht? Hatte ich nicht drei gehabt? Oder ist der eine wieder aufgestanden, weil ich den nicht richtig erledigt hatte? Deshalb, ich hau lieber drauf zu, als dann irgendwie so einen Gnadenstoß oder sowas zu machen. Weil das übersehe ich auch ganz gerne. Dann hätte ich wieder aufstehen können, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte ein paar mehr. Ich mache das auch hier nicht gratis. Ich brauche die Sachen, um die zu verkaufen. Das alles. Einfach alles. Ja, das ist Shit hier, ne? Aber Groschen sind Groschen. Würde gerne meine anderen Sachen, die ich nicht mehr reparieren kann, mit diesen Reparatursets mal gerne reparieren lassen. Die werde ich dann auch mal machen, wenn ich hier durch bin mit den Leutchens. Passt, ne? 147? Nee, ich hätte gerne noch mehr Sachen rübergepackt. So, das Hundeleder auf jeden Fall noch. Das Ding. Da. Sagen also irgendwie. Gehen wir ins Lager noch. Also ich habe das Gefühl, da ist noch jemand, weil bei den anderen waren das ja auch inzwischen schon 5 Banditen, ne? Ist ja gerade ein Schweinchen. Ja, da ist ein Schweinchen. Da. So ein Wildschwein. Okay, bevor ich gleich sterbe wegen einem Wildschwein. Ich kenne mich, ne? Also, das ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass mir sowas passieren könnte. Ich sterbe nicht wegen den Banditen, sondern wegen den Wildschweinen. Das ist so ein Pferd, was ich ja leider nicht stehlen und verkaufen kann. Kann auch sein, dass der 5. halt abgehauen ist. Das kann ich nicht. Das heißt, ich kriege hier den Loot jetzt nicht.
Toll. Noch was anderes? Nö. Ist ja auch niemand. Bestimmt ist, also wenn es hier einen fünften gibt, ist der weggerannt. Welche Stufe brauche ich denn dafür? Also musste ich mal bei Peschek verhandeln, von wegen, ich bräuchte hier nochmal Nachhilfe im Schlösserknacken. Fertigkeiten? Heimlichkeit? Nee. Schlösserknacken. Aber nur Stufe 4. Ja. Ich glaube, da geht dann wieder erst was ab Stufe 5. Ich machen das Pferd bringe ich jetzt nicht rum. Ich bin durch. Das war mein Pfeil, aber ich wollte auch nur, dass die sich so ein bisschen mal bewegen. Natürlich blöd, jetzt hätte ich. Ja, ich habe woanders auch schon so eine Kiste gehabt. Also bei den Lagern gibt es ganz oft scheinbar oder öfter die ganz verschließt, also die krassen, die sehr schweren tun. Ach da. Ja, wir gehen jetzt zu Berni. Da, ihr wisst ja, ich bin faul. Mach das so. Oder mir läuft jetzt unterwegs wieder irgendjemand über die Füße, Straße, ach, wie auch immer. Und will was auch immer. Kaufe ich die Sachen. Das Fleisch könnte ich ja auch mal verkaufen. Ich brauche das Hundefleisch nicht. Und Köter habe ich ja gefüttert und da wir wahrscheinlich gleich zum nächsten Banditenlager gehen, würde ich das dann einfach mal wegbringen. Ja, geht es glaube ich nicht so gut. Antonia? Der hatte ich einen Job besorgt gehabt. Die hatte Bock zu arbeiten. Es war ja egal, was für Arbeit. Hauptsache Arbeit. Die hätte ich gern bei mir in der Stadt. Die würde ich nehmen. Ich darf mir die Leute ja nicht aussuchen. Das wäre geil, wenn ich hätte noch Bewerbungsgespräche für meine Stadt hätte führen dürfen. Hätte führen dürfen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Das wäre mein Highlight gewesen. So. Nimmst du auch Hundefleisch? Hi. Was geht? Alles gut. Sie auch überall immer Wachen drin haben, ne? Ja, Hundefleisch kann ich kann's verkaufen. Ich kann bei ihr auch meine Tränklein verkaufen. Nicht, dass ich es machen würde, aber würde gehen. So, jetzt bin ich hier mal ein bisschen dreister. Sprechen wir den Preis. Ist gut. Ihr sagt, ihr wolltet ja, dass ich ein bisschen dreister bin. So gehe ich mal noch weiter nach unten. Weil du es bist. Immer noch zu viel. Sie ist aber viel aggressiver als sonst. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Okay, aber ich war weiter unten. Aber ich wollte jetzt nicht, weil sie gerade so aggressiv klang, nicht übertreiben. Naja, okay, gut. Ich würde mal nach oben gehen. Der Schuster ist oben. Ich muss unbedingt meine Sachen reparieren. Das würde ich jetzt mal mitmachen. Und ich glaube, die anderen, das ist ja der Gemischtwarenhändler und so, das ist eigentlich Latte bei denen, was dort ist. Was denn, war der nicht hier? Ach, der noch ein Stückchen. So. Renn mal kurz. Da. So weit weg. Wieder. Muss man denken, ne? Vielleicht könnte ich mir auch irgendwann mal. Nee, ich kann mir selber nichts kaufen. Ach mein Gott. Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Okay. Dann viel Glück.
kauft sie jetzt weniger bei mir, weil ich so aussehe, als wäre ich überfallen worden? Kriege ich einen Mitleidsbonus? Vielleicht sollte ich mal die Sachen von meinem Pferd rüber transferieren, damit hier überhaupt irgendwas funktioniert. Ich habe gerade gewundert. Ich so, fehlt da nicht ein bisschen was? Ich bin jetzt nicht ganz so sicher, ob ich die Schneidersachen hier auch vielleicht verkaufen könnte. Ist auf jeden Fall nicht. Nochmal Schuhe. Jetzt nochmal gucken. Mach's gut. Ja, jetzt ist auch ein bisschen mehr drin. So minimal. Ja, also zum Schneider lade ich jetzt nicht noch runter. Ne? Das wird mir zu viel. Wollte ich hier nur hin, weil ich gleich noch die Sachen bei dem netten Herrn, der daneben sitzt, reparieren lassen möchte. Ach so, die hat ja gar nicht so viel Geld. Deshalb gehe ich immer nicht zu den Händlern. Ne? Das ist mir immer so anstrengend, da hin und her zu latschen. Auch wenn ich meine Fresse vielleicht 15% mehr Groschen kriegen würde. Nee. Das ist mir ehrlich gesagt... nee. Es ist anstrengend, wenn ich jetzt alle abklappern würde. Ich weiß ja nicht. Also am Ende kriegt das Peschek. Ich muss da noch mehr wegmachen, weil ich hätte ja gerne mehr Geld. Ich probiere einfach mal. So. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Weil das Reparieren mache ich ja bei dem anderen. Und der hat ja dann... Das Geld von ihm wird ja nicht bei ihr landen, oder? Das müsste ich ausprobieren. Einverstanden? Das ist zu viel. Die sind so aggro immer. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Danke. Jetzt mal schauen. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Meine Sachen vielleicht reparieren? Gott sei mit dir. Ich habe noch immer diese Dinger an. So kaputt ist es doch gar... Naja, okay. Die anderen Sachen kann er nicht, aber die würden mir angezeigt werden. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Ich kann das immer gerne versuchen. Weil du es bist. Mehr. Ich will auch mehr. Kriege ich mehr? Nein. In Ordnung. Ich krieg nicht mehr. Das waren jetzt aber auch nur 6 Groschen. Das macht den Kohl auch nie fit. Naja, lad schon wieder runter. Mache ich die anderen. Ja. Ich würde dann direkt zum Rüstungsmeister dann da gehen. Ich glaube, das passt besser. Ich habe jetzt übrigens mal was eingestellt, weil irgendwas hat sich zurückgestellt. Ich hatte komplett diese Distanzsachen auf niedrig und ich weiß nicht warum. Mein Rechner war nicht ausgelastet. Das hat mich nämlich gestört. Oder wegen irgendwas anderem hat sich vielleicht, manchmal mache ich komische Experimente, was zurückgesetzt. Und es hat mich die ganze Zeit gestört, dass die Klamotten irgendwie so spät aufploppen. Das habe ich jetzt mal angepasst. Jetzt schon besser, ne? Ich habe die Krise bekommen. Mein Rechner war da nicht ausgelastet. Muss ich das nur noch nebenbei beobachten, weil ich weiß nicht, ob ich einen Grund hatte, irgendwas umzustellen. Aber ich habe vielleicht auch irgendwas anderes gemacht. Ach, wer weiß. So, mein Lieber. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Das weiß ich noch nicht, aber wir können gleich mal schauen. Ich lasse erst die Sachen reparieren, dann hat er gleich mehr Geld für mich. Vielleicht. Ach, das kann er nicht reparieren. Das kann ich selber nicht mehr. Das könnte ich... Das heißt, das kann der nicht... Naja, dann aber den Kuttenberger Kürbis. Das kostet ja nur... Besprechen wir den Preis. Geld. Ist gut. Ist gut, machen wir, ne? Gar kein Ding.
Ganz unten. Hier. Sind wir uns einig? Nee. Mehr. Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Er hat aber einen netteren Tonfall, ne? Ja, das sollte passen. Ich zieh die richtig ab. Also ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wie sehr ich die abziehe. Alles Gute. Vielleicht kommt es mir auch einfach nur so vor. Ach so, ich habe das noch nicht rübergepackt. Ich wollte gerade sagen. Da waren doch was, ein paar Sachen. So, ein paar. Jetzt. Auf bald. Auf bald. Wieso habe ich eigentlich sowas Graues an? Habe ich nicht sonst mal was Hübscheres an? Also. Ich hätte doch was an, egal. Wer weiß, was ich wieder gemacht habe. Es hat bestimmt einen Grund. Nee, ah, das wollte ich gleich wieder zurück, das 33-Ding. Händler Schwert. Ich würde gerne mein Schwert hier noch verbessern. Ach, ich bin beim Falschen reingelatscht, ne? Weil ich selber das Schleifen... Oh Gott, ne? Hat er vielleicht so ein Schmiedes... Ne, Schmiedeset hatte ich. Er hat kein Rüstungsdings. Okay. Schade. Aber das hier einmal verkaufen... ist so gut wie gar nichts. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Mich hier echt ein bisschen dreist. Ist das genug? Das ist es mir nicht wert. Mir auch nicht. Mir ist hier ganz viel nicht wert. Mein Lieber. In Ordnung. Wo man spart, spart man. Ich bin beim Schwertschmied. Da. Brot! Semmeln und Brezeln! Kohl! Hier. Grüner Kohl! Das ist nämlich der Rüstungstyp hier. Egal. Mal kurz schauen, dass ich... hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Nee, ich glaube nicht. Mach's gut. Einmal kurz, genau, weil ich jetzt bei ihm die anderen Sachen repariere. Und ich könnte endlich die Sachen reparieren, die so richtig kaputt sind, die ich eh nicht reparieren lassen könnte. Die kann ich selber machen. Also ich. Aber hier, das ist bestimmt 345 will der dafür. Die machen mich alle arm und pleite. Sprechen wir den Preis. Ist gut. Nee, ist nicht. Wie wär's damit? Mehr. Ich bin ein armer Schlucker. Ich habe hier massiv Schulden und muss eine Stadt aufbauen. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Wenn ich eine eigene Schmiede bei mir habe, in der Stadt, müsste ich doch eigentlich Rabatt bekommen. Ich meine nur. Na, theoretisch. Mach's gut. Jetzt erhöhe ich bei denen die Steuern, dann können die gucken, wo sie bleiben. Und die Sachen, die übrig bleiben, verkaufe ich gleich einfach bei Peschek oder so. Wenn hier was übrig bleibt. Die Ringe würde ich halt alle so verschenken. Das ist ja der genug Geld. Natürlich hat er Geld. Aber kaufen wollte ich noch. Ihr Rüstungsset. Damit ich meine Sachen zwischendurch halt reparieren kann, damit das gar nicht mehr so eskaliert. Das war recht teuer. Ich nehme mal nur S5. Muss ich nämlich 80 zahlen. Ich brauche das. Dann kann ich, bevor das richtig kaputt geht, selber mal reparieren. Und mir die Sachen auch mal beibringen. Der hat auch normales? Ja, noch teurer. Ich nehme das kleine. Heinrich kann auch nicht so viel. Kann lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Kriege ich das gratis, mein Lieber? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Weil hier ist null. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil ich könnte auch was bekommen. Vielleicht kann ich das hindrehen, das, weil ich ja gleichzeitig verkaufe und kaufe. Ich schau mal, ob ich 80 bekomme. Ob ich 100 bekomme.
anstatt 80 zu zahlen. Sind wir uns einig? Das hatte ich noch nicht, ne? Weniger. Weniger, aber er geht auf jeden Fall darauf ein, dass ich nicht zahlen muss. 50? Endlich eine vernünftige Summe. So mache ich doch gern Geschäfte. Statt 80 Groschen zahlen, 50 Groschen bekommen. So muss das. Jetzt noch was übrig? Muss ich noch zu Peschek oder nicht? Hier wieder für ein Shit. Ich hätte gern so ein extra Ding, wo es mir gleich sagt, was schreibst du für Bullshit mit dir rum? Diesen einen Bogen hätte ich jetzt noch. Da fällt es nicht hoch zum Jäger, ne? Dann gebe ich einfach Peschek. Ja. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Greif zu. Bringen wir die Sachen weg. Runter zu Peschek. Ah, ne. Ich habe gar nicht vergessen. Der Grund, warum ich da bin. Einfach ignorieren. Bernie kann mir egal sein. Ich wollte erst nochmal, bin ich mal zu den einzelnen Leuten gegangen, wie ihr wolltet. So fast. Aber das ist mir ehrlich gesagt irgendwie wirklich, ich hatte es ja schon kommentiert gehabt, zu anstrengend. Wenn ich da jedes Mal, weiß ich nicht, hin und her muss. Und auf die paar Groschen würde ich dann verzichten, auch wenn ich hier einen kleinen Groschennotstand habe. Nee. Das eine ist halt leichter. Das geht dann halt auch ein bisschen schneller, ne? Echt zu anstrengend. Aber ich bin weiter runtergegangen beim Verhandeln. Also wirklich weiter als sonst. Das habe ich jetzt auch mal gemacht. Aber ich kriege da echt ein schlechtes Gewissen. Das sollte mir egal sein. Da ich ja hier gratis als Vogt arbeite. Aber und am Anfang eigentlich nur miese mache. Ich müsste da übrigens mal nachschauen. Ich habe zwar richtig Kohle da reingepackt, aber so viele Tage sind noch nicht um, aber schwierig. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Gute Arbeit. Sieht aus, als wäre deine Arbeit hier ein Rattei getan. Da es wohl keine weiteren Lager gibt, kehrt vielleicht endlich Frieden ein. Gut gemacht. Hab Dank, Hauptmann. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich habe Hauptmann Robert von dir berichtet. Er erwartet dich in Thalmberg. Kumanen treiben dort ihr Unwesen. Verstanden, Hauptmann. Ich mache mich auf den Weg. So gefällt mir das. Nee. Best begonnen, plündernde Kumanen. Das hört einfach nicht auf. Okay, das hätte ich ja irgendwie noch irgendwie hinbekommen können, ne? Das heißt, jetzt habe ich quasi den nächsten Aktivitätengeber hier drin. Ja, plündernde Kumanen. Das hört einfach nicht auf. Aber da ich das mit Bernie fertig haben wollte, ne? Das hätte ich ja wirklich noch, ne? Hätte ich einfach eine 2-Stunden-Folge draus gemacht. Aber ich wusste nicht, wie viel da noch kommt. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Eventuell klappe ich jetzt die Schatzkarten ab, beziehungsweise die uralten Karten. Die Schatzkarten sind dann noch was anderes. Oder wenn ich bei ihm stehe, sag mal, wie ist denn das hier mit meinen Kampffertigkeiten? Wegen Training. Schwert, ich könnte ja, ich gebe mir die Sachen aus, ne? Dass die Sachen sind, mit denen. Sondern das mache ich nicht mehr, was ich freigeschaltet habe. Und ich benutze ein Langschwert. Ach, wer weiß. Irgendwann bestimmt. Ich würde aber gerne. Kann ich mir Punkte kaufen für. Das Blocken? Ich habe. Trophäen. Zeig her. Der hätte ich gerne noch Tricks. Das haben sie verdient. Ich schau mal. Ne, ich kann nur üben. Ich kann nicht diese Punkte kaufen. Schade. Ja, dann machen wir die Karten, ne? Würde ich mal sagen. Schätze ich dabei? Geht schon. Ich habe ja auch Platz im Sattel. Würde gerne die Sachen mal austauschen oder reparieren.
Waschen wird überbewertet. Ich habe auch Ringelblumensaft dabei. Wie es anhört. Da sollte es kein Ding sein. Das heißt, ich gehe jetzt über zu den Karten. Mal gucken, ob ich die jetzt alle noch hinbekomme oder nicht. Ich brauche da immer so lange. Okay, dann wartet mal. Die zwei. Oh Gott, was? Also, wir haben zwei Flüsse. Rattei. Wald. Ein Steinchen und eine Mine. Was? Also Rattei. Westlich von Rattei nehme ich mal an, wenn Rattei im Osten sein soll. Da ist auf jeden Fall ein Fluss. Aber da dieser... Bitte was? LED war vielleicht Ledetschko, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil da stand noch LED mit einem kleinen Pfeil. Auf jeden Fall hier ist Rattei. Und ich nehme mal an, es war eher ein großer Fluss und ein kleiner Fluss. Das ist... Der ist klein, also der ist... Ist der gemeint? Aber hier ist der kleine. Und der ist ja auch groß. Also hier dieser große Fluss. Der große Fluss war an der... Also wenn man hier den kleinen mit dem großen wechseln würde, dann würde es gehen. Nehmen wir an, der große Fluss ist wirklich der große Fluss, der hier. So muss es auf der Seite im Wald sein. Weil hier ist auch nicht richtig Wald, außer da unten. Aber das ist ja auch schon wieder südlich. Nicht so westlich, das war ja... sein. Und das ist ja auch der Geigenberg. Also hier so, aber hier ist auch ein Loch. Also vielleicht der Fluss? Ich war hier halt noch nie, ne? Also wenn jetzt hier was ist, das kenne ich nicht. Auch halt ein Felsen noch. Und es muss eine Mine scheinbar sein. Und hier gibt's, warte, hier gibt's einen kleinen, aber... Es muss auf jeden Fall auf der, also der Seite sein und irgendwas mit Wald. Ja. Der Fluss sieht größer aus als der andere Fluss. Und da ist noch LED mit einem Pfeil, so nordöstlich. Ein Weg und dann ich mal... Nord, also wenn hier Ledeschko nordöstlich ist, dann muss es der Wald sein. Und hier ist so ein Weg. Ich glaube, und der Fluss kann ja sein, dass der hier so weitergeht. Das sehe ich nicht. Also würde ich einfach mal hier hinreiten, den Weg entlang. Ne? Hier könnte man rüber, glaube ich. Oder? Oder ist es so tief? Ach, ich bin da. Ich gehe einfach hier. Ich gehe außen rum. Dass ich hier über die Brücke gehe, bevor ich hier nochmal gucke. Sonst kommen wir hier wieder nicht rüber. Und dann schaue ich, wenn es mal da lang. Wie die Flussformation aussieht. Und am Arsch. Läuft. Ich sag's euch, das wird was. Wird richtig gut jetzt werden. Ich bin immer stolz auf mein Pferdchen. Das ist eigentlich eine Bergziege. Ja. Es überlebt einige, sagen wir es so. Wow. Bei meiner Reittechnik, die ich hier an den Tag lege, auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich mal probieren sollen... das Game mit einem Controller oder so mal zu zocken. Vielleicht wäre es leichter. Ja. Oder auch einfach nicht so mal, wo bin ich?
Wie reite ich? Warum reite ich so komisch? Kein Kommentar? Einmal mal kurz, weil das ist mir zu viel über kleine Brücken. Das macht man so. Wenn wir mal gucken, ob Theresa vielleicht Lust hat, mit uns spazieren zu gehen. Ich probiere es mal kurz. Bevor ich mich in die Wildnis wage und ziehe. Ich brauche für die Karten richtig lange. Also das ist ja ein bisschen schwieriger. Mein Gott, Heinrich, wie siehst du denn aus? Was hast du getrieben? Na, das willst du nicht wissen. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Es geht halt echt. Wir müssen uns auch um Theresa kümmern, ne? Heinrich, lass uns was spielen. Was denn? Ein Ratespiel. Ich habe heute etwas bei mir und du musst erraten, was es ist. Nun gut. Aber du musst mir einen Hinweis geben. Abgemacht. Hier ist der Hinweis. Man findet es in einer Schenke. Ist es Met? Nein, aber schon nah dran. Ist es Bier? Na endlich. Warum sonst würdest du in die Schenke gehen? Bier ist es also. Gib her das kühle Nass. Einen Augenblick. Da du richtig geraten hast, darfst du wählen. Entweder du nimmst das Bier oder... Oder ich offenbare dir eine Familienweisheit meines Großvaters. Wir trinken ja nicht, ne? Die Qual der Wahl. Nun gut, ich wähle die Weisheit. Oh, dann spitz die Ohren. Meine Ohren sind gespitzt. Ganz, ganz sicher? Mach's nicht so spannend, spuck's schon aus. Nun gut, hör genau hin. Dies ist eine Familienweisheit, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wenn dir jemand ein Bier anbietet, greif zu. Das war's? Na schön, ich hab mich reinlegen lassen, nicht schlecht. Aber jetzt bist du etwas weiser. Ich denke, für heute ist das genug mit Weisheiten. Mein Bier und ich, wir müssen nach Hause. Möchtest du uns begleiten? Gewiss doch, ein solch liebreizendes Paar lasse ich nicht allein. Vielleicht gehe ich doch mal ins Badehaus, ne? Nach der Aktion, Theresa. Mit dir vergeht die Zeit immer so schnell, Heinrich. Komm mich mal wieder besuchen. Klar. Wir haben da noch ein DLC, glaube ich, offen, meine Liebe. Zumindest hast du ein Bildchen über dem Kopf. Ich wollte nur mal kurz schauen, ne? Ab und zu müssen wir uns ja auch um solche Sachen kümmern. Zu mir? Ach, bitte nicht, das wollte ich. Reiten wir da mal hin. Zu der Schatzkarte. Mal kurz ein Abstecher für die gute Laune, weil Heinrich muss ja auch seiner sozialen Interaktionen nachgehen. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Er muss sich auch um sowas kümmern. Außerdem haben wir jetzt wieder das Herzle-Zeichen. Was muss, das muss. Gehe ich jetzt hier unten lang oder ein bisschen weiter oben, wenn ich den Weg... Ne, den Weg hätte ich gerne. Das heißt am Bildstock einmal nach links. Ja. Gott. Können wir die Karte hier einmal einblenden? Oder Köter liest mir die vor? Muss ja... Ach, da ist der Bildstock. Sonst immer rauf... raufschauen. Läuft, sage ich euch. Läuft. Das ist ein Wanderer. Die jetzt nicht überfallen werden. Eigentlich folge dem Weg. Ins unentdeckte Gebiet. Aber ich sehe schon, ich laufe gleich irgendwelchen komischen Leuten über den Weg. Im Weg. Schneide ich das? Ich bin auch am Überlegen, wenn ich jetzt wirklich die Karten mache, ob ich das nicht zusammenschneide, weil ich reite da einfach nur hin. Ich glaube, meine Verwirrung, das wäre zu viel für eure Nerven. Oder? Nicht? Eventuell? Schon. So, jetzt bin ich an dem Lager vorbei und jetzt noch ein Stück. Und dann muss ich gleich in dem Gebiet sein, was nicht entdeckt ist. Also hier würde ich vielleicht... Wie viel sind das?
Nee, danke. Nimm den Wanderer, der da entgegenkommt. Ach, hier war ich doch schon mal, oder? Oder so eine Ruine hatten wir doch schon mal. Ich wollte ein bisschen Abstand haben. Wie viele Banditen sind das? Ich habe mich schon gewundert, dass ich irgendwo rüberspringen muss. Wir sind jetzt nicht unbedingt hier irgendwelche Turnierreiter. Okay, das eine war ein Wettrennen, aber nicht irgendwie Sprungreitgedönszeug. Da ist gerade jemand in den Wald gelaufen. Gespeichert, ne? Es waren drei. Je nachdem, wie die ausgestattet sind. Das mache ich nur, weil ich die Kohle brauche. Da ist was Rotes im Wald. Ist das eine Person? Ich dass ich jetzt mit dem Bogen auf den jemand ziele. Nee, da sind welche im Wald. Da steht doch jemand. Vielleicht geht gleich mein Ruf sowas von den Bach runter. Mir egal. Komm her, du Bastard. Ich hau dir auf die Fresse. Er hat keinen Helm an. Außerdem, warum dürfen die jedes Mal mich so nennen? Er hat mich von hinten getroffen. Der ist weit weggeflogen. Noch jemand? Also das waren einfach ganz normale Leute. Besonders gegen die komme ich weniger an als gegen... Egal. Der hat mir gleich einmal komplett auf den Kopf geschlagen. War gerade etwas in... Ja. Nicht so praktisch. Nahrung. Da ringe Blumenaufguss. Nee, den Torso hat er mir reingepikst. Da ist so ein Fleischerhackeball dabei. Oder ein Söldner gespielen. Okay, der hat mich mit dem Schwert gepikst. Ich bin hier einfach nur unterwegs. Ich schaffe die Karten nicht, ne? Kauf den Shit einfach. Warte mal, hier muss noch jemand liegen. Ja runtergerutscht ein Stückchen, aber hier kann man nicht runterrutschen. Ist er weggerannt, weil ich schon wieder jemanden nicht komplett niedergehauen habe? Es waren doch drei. Ach nee, der ist ja hochgeflogen. Da. Ich wollte gerade sagen, der ist im wahrsten Sinne des Wortes in den Himmel hinaufgestiegen. Sorry, der war schon. Ich sollte einfach mal nichts sagen, ne? Benutzt da. So, ich pack einmal alles wieder rüber. Es ist halt da später für wenig Geld, was ich dafür kriege, aber kommt. Hier, ich kann das Theresa geben. Aber Kapuzenschein. Wir laufen hier ordentlich unter. Was zu uns passt. Der hat einfach so einen Hackeball dabei gehabt. Ich glaub's ja. Die Beinrüstung ist besser. Achso, weil meine rote Hose halt. Zieh die an. Meine rote Hose war zu kaputt. Ich müsste irgendwann werde ich mir, auch wenn ich dann das schaffe. Eine Rüstung immer zulegen wegen dem Verkaufen, was ich ja schon gemacht habe. Ich habe doch schon so ein stylisches Outfit. Ach, das... Oh. Egal.
Einfach mal kurz ignorieren, was ich hier mache. Ich mache immer komische Dinge. Was die alles so haben. Schmutziges Arbeitshemd. Das habe ich jetzt auch. Unbekannter. Ach ja. Das probieren wir dann noch aus, aber nicht während wir irgendwo im Wald sind, weil ich möchte gerne lebend wieder ankommen. Das sollten wir vielleicht irgendwo in einer sicheren Umgebung ausprobieren, wenn wir unbekannte Tränke zu uns nehmen. Sehr sicher. Wie ist denn das Reitzeug? Das ist noch heile. Naja, bis auf das. Ich kann wieder laufen. Und ich würde einmal schauen, ob ich was reparieren kann. Das hatte ich vorhin gar nicht gemacht, ne? Ne, ich mach, warte, bis es bei der 80 ist. Was 20 ist. Schmiedeset. Ach, nee, lohnt sich noch nicht. Kann ich jetzt weiter? Ich werde ja auch immer aufgehalten. So, weiter geradeaus. Und zwar hier runter. Und oben lang. Also den Weg da. Den da. Mal gucken, wenn ich ankomme oder auch nicht. Ja. Ich hab gedacht, da will mir will jemand hinterher rennen. Kurze Frage. Ich muss mal was abchecken. Das ist ein Grab. Oder ist es nur ein Stein? Also. Ich glaube nicht, dass ich es aushärmen kann. Schaufel habe ich ja dabei, aber. Nicht nur gerade, weil ich habe in einem Grab ja mal was gefunden gehabt. Das habe ich durch Zufall gefunden, dieses Grab. Was habe ich da nochmal gemacht? Wie so eine kranke Geschichte mit dem Priester und der Tochter von jemandem. Das hatte ich, glaube ich, damals gemacht gehabt. Den musste ich wieder zurückholen. Und es war irgendwo im Wald. Ah ja. Was mache ich hier eigentlich manchmal für Story-Geschichten? So, jetzt bin ich, glaube ich, so langsam in dem Bereich, den ich bisher noch nicht aufgedeckt hatte. Und ich muss dann mal schauen, dass ich nach einer Felsenausschau halte und ich brauche dann eine Mine. Und die ist unten von dem Weg. Ich glaube, ich muss noch ein Stückchen. Und weiß nicht, wie der Fluss da auch sich lang windet. Ja. Das wäre auch noch offen. Kann ich vielleicht abschätzen. Weil dann war so von dem Weg irgendwie nach unten in den südlich halt. In südlicher Richtung? Nein. Natürlich praktisch, wenn man sowas macht. Mit den Karten. Und man null diese Sachen aufgedeckt hat. Ich war halt in dem Bereich irgendwie. Hat es mich hier noch nicht hin verschlagen. Hier wären Felsen übrigens. Ranika Wälder. Ich würde gleich einmal hier im Kreis, damit ich gucken kann, wie der Fluss sich verhält. Wenn man da im Kreis reiten kann. Ich muss ja irgendwann, spätestens bei Sasau müsste ich ja eigentlich rauskommen. Weil das ist die Richtung nach Sasau, die ich gerade reite. Da war gerade wieder ein Hockerchen, aber ich wurde diesmal nicht überfallen. Immer diese Leute, die einfach Stress machen, obwohl man hier einen ganz normalen Sonntagsausritt macht. Furchtbar, ne? Ist auch wieder ein Grab. Ein Sühnerkreuz, meine ich. Sorry. Was ist das hier?
gibt es halt so eine Einbuchtungen in den Wäldern immer. Ich müsste jetzt hier einmal kurz um Kreis ein bisschen reiten. Eigentlich müsste nach da oben. Ja, keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Annika Wälder. Ich guck noch mal ganz kurz auf die Karte. Ich, ja. Das ist, ne, genau mein Ding. Es sieht für mich so aus, dass wir einen Weg lang müssen. Und oben ist ein kleiner Bach und unten ein großer. Das kann doch überall sein. Aber man sieht halt vom Weg aus, sieht man so eine Art Steinformation und da dann südöstlich zu einem großen Steinchen und da ist eine Mine. Ich bin hier nämlich vorhin noch nämlich einen Stein dran vorbeigeritten, wenn es quasi das ist. Aber hier, ich glaube, hier geht der Fluss auch näher ran und dann ist der Weg, ich glaube, schon irgendwo hier, weil je nachdem, wie er sich dort verhält, das weiß ich jetzt nicht. Das muss doch irgendwo hier so sein. Also hier ist er vielleicht zu weit weg, aber wenn er hier gerade geht, was sein müsste, müsste es irgendwo in diesem Gebiet sein. Ich reite trotzdem mal ganz gut geradeaus und schaue, wo der Weg hinführt. Sieht zwar eher aus wie Ende der Map, aber... Was steht denn da? Ah ja. Meine Lieblingsleute, ne? Die... Das habt ihr euch anders vorgestellt, was Jungs? Die schaffe ich nicht. Sind die, die schaffe ich nicht. Aber sie haben mich nicht, aber die kämpfen. Meine Gebete wurden erhört. Die haben doch alle das Gleiche an. Ich sehe jetzt keinen Unterschied. Aber die Schilder. Das sind doch diese. Die gehen nicht auf mich. Sie laufen weg, einer auf jeden Fall. Ja, bevor ich absteige. Wer ist da? Okay, doch. Das Schwein kommt freiwillig. Auf gar keinen Fall. Die schaffe ich nicht. Nee. Ich wollte gerade sagen, es hat gerade ein bisschen gedauert, bis das sich da, bis sie sich gedacht haben, oh ja, den nehmen wir auch noch aus. Hat gerade schon ein Stückchen gedauert. Weiter, aber mal weiter. Sonst hätte ich nämlich die Leichen da geplündert. Aber ich wollte gerade sagen, die mit den schwarzen Sachen, auf gar keinen Fall. Jetzt laufe ich nämlich hier, reite ich einmal im Kreis. Und dann kann ich immer noch durch den Wald zurück. Ja. Dann habe ich das mal aufgedeckt. Vielleicht sehe ich ja noch irgendwo anders eine Felsformation. Bildstock. Ja. Mir scheint hier nämlich irgendwie was zu fehlen. Auf der Ecke. Also es ist eher Erkundungstour. Aber wenn ich diese Kartensachen mache, dann wird das einfach eine reine Erkundungstour. Was soll ich dazu sagen? Das wird sich nie ändern. Ich dachte, da saß jemand, da ist ein Stück Baum. Da sitzt jemand. Hey, ne? Willst du ein paar Münzen verdienen? Er ist hier! Er? Zeig, was du drauf hast. Wie viel sind das? Einer, oder? Müssten Sie nicht sagen, ich habe jemanden?
Bitte, bitte. Na dann. Was? Der ist mir doch gerade hinterhergerannt. Es waren doch zwei. Bevor ich den gleich nicht wiederfinde. Der ist mir hinterhergerannt. Das heißt, der wollte mich ausnehmen. Ich dachte erst mal ein paar Münzen verdienen. Das wäre wieder so ein, nennen wir es Söldner. Aber hier waren doch zwei, besonders er ist hier. Hier saß der eine. Also ich hatte eigentlich mir zwei wahrgenommen. Vielleicht, naja, ich und meine Wahrnehmung, ne? Der Mini-Steingedönszeug. Ja gut. Dann nur einer. Und zu mir sagen, ich habe auffällige Sachen an, ja? Der hatte komplett bunt gekleidet war der Junge. Ja, wenn die anderen sich nicht trauen. Was zu essen eingesammelt? Nur ein Apfel. Ich dachte eigentlich eher für Fleisch, für Köterchen. Ist nicht. Wo bin ich jetzt eigentlich so? Ich reite jetzt hier den Weg weiter und dann probiere ich irgendwo hier rüber zu kommen. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Brücke. Hier würde man aber rüberkommen. Ich hätte dann den Weg wieder zurück muss, aber ich würde gerne einmal hier die Karte aufdecken. Das stört mich. Mir fehlt hier ja was. Und vielleicht laufen wir nochmal, ein paar nette Leute über den Weg. Die wollen ja nur kurz mal reden. Okay, jetzt laufe ich richtig scheiße. Ja, reite ich richtig scheiße. Jetzt habe ich ja richtig einen Schlenker gemacht. Hier. Das gehört nur zu Sasau, ja? Das kenne ich gar nicht. Ich war mal nur hier und im Kloster, aber hier unten bei dem extra Dörfchen war ich nie. Ja. Oder? Ich habe nur was gefunden. Das ist ja eine Steinmauer. Ich habe es freigeschalten. Was ist das für ein Dorf? Ein Banditendorf? Branik habe ich entdeckt. Ich hatte echt noch ein Dorf, was ich die ganze Zeit nicht entdeckt hatte. Oh. Den Nieser habe ich gemerkt. Aber da komme ich ja nicht rein. Bin ich nicht beim Haupteingang? Okay, also irgendwie gibt es hier noch ein Dorf, was nicht auch ganz so instand ist. An der anderen Seite hier mal so ein bisschen. Okay, das Zerfallen da drin. Ich glaube, bevor ich da jetzt reingehe, vielleicht kommt dazu auch noch was, dass das auch so ein Banditending vielleicht ist, weil da waren gerade zerfallene Hütten drin. Ich würde jetzt erstmal nach unten zum Fluss und die Sachen von der Karte holen. Jetzt habe ich das ja. Also wenn da irgendwie was kommt mit einem Dorf, ich glaube jetzt... bestimmt noch nicht alle vollständig, ich sag's euch. Ist auch
tauchen hier einfach aus dem Nichts noch weitere Dörfer auf. Natürlich. Hier kommt man doch easy rüber. Würde ich jetzt mal... Also, der Bächlein ist nicht so schlimm wie sonst. Na gut, ich gehe einfach mal hier rüber. Und ist das jetzt... Warte, ich muss mal kurz gucken. Es muss ja eigentlich... Ich muss von dem Weg einmal durch. Das heißt, ich gehe da rüber und reite durch den Wald, weil ich sowas ja so gut kann. Hier gibt es einen Weg. Mal schauen, ob wir in den Wald etwas galanter durchkommen. Sag mal, was ist das für ein Weg? Interessanter Ort. Oder ich komme bei einem interessanten Ort raus und frage mich so, jo, ich kann hier nicht absteigen. Jetzt. Wo ist mein Tier? Wo ist mein Hundi? Es war gleich gerade mit der Fluss-Action zu viel. Ne, da ist er. Bei den interessanten Orten. Also es war mal so ein kleines Minilager. Gibt es aber manchmal auch irgendwas zum Einsammeln. Obwohl, ist unterschiedlich. Also hier ist, ich dachte, ich kann den Picknickkorb looten. Ich glaube, hier ist jetzt direkt nichts. Das ist einfach nur, weil man hier so kleine Sachen hat, ne? Einmal weiter durch. Das heißt, der Weg hat mir jetzt nicht geholfen, durch den Wald zu helfen auf die andere Seite. Aber ich schau mal, ob ich irgendwie dran vorbei komme. In schick. Die Karte schaffe ich heute noch. Sagte sie und trifft wahrscheinlich gleich auch noch ein paar Banditen, die mich überfallen wollen. Wer kennt's nicht? Deshalb Branika-Wälder. Ich hatte aber Branik noch nicht entdeckt gehabt. Na, upsi. Wann kommt denn hier mal wieder ein Weg? Oh, Himmel. Da. Das war ich nicht. Hier ist Blut. Ach, ich mache immer... Aber hier. Hier. Ich habe doch schon mal sowas gehabt, da habe ich so eine Leiche gefunden. Es war dann ein etwas anderer Unfallort. Gibt es hier noch weitere Hinweise? Hey, Blut ist nicht einfach so hier auf dem Weg. Ich laufe gleich in so einen Banditen da rein, ich sag's euch. Es kann natürlich auch von einem Tier sein, ne? Weil das hier Wilderer oder so waren. Aber ich sehe jetzt direkt nichts. Ich hatte das aber schon mal so eine Stelle. Das war ganz kurios. Und da habe ich einen Unfallort gefunden. Hier. So, weiter. Oder je nachdem, welche Richtung die genommen haben. Ich glaube nicht im Wald. Ich würde mal den Weg weitergehen und der Spur folgen. Das sind diese kleinen Dinge im Leben, ne? Wenn man einfach
Sieht aus, als hätten die hier die Kurve genommen. Was man halt so zwischendurch macht. Kann auch sein, dass ich hätte in die andere Richtung laufen müssen, ne? Wegen wo auch immer das anfängt, diese Spur. Nee. Kann ich Köter nicht auf irgendwas losschicken, sozusagen? Finde was, wenn man so eine Hinweise entdeckt. Erschnüffel weitere Uhren. Das wäre zu weit weg. Das wäre zu weit weg, um jetzt zu sagen, okay, die Spur geht hier weiter. Das ist, also ich, da ich hier ja noch nie war. Es ist auf jeden Fall auch nichts, was ich kenne und auch keine Quest, die ich kenne. Es kann natürlich sein, also und ich hätte sie vergessen, dass das jetzt noch kommt. Aber dadurch, dass ich schon mal so einen Unfallort hatte und etwas, ich würde es nicht als Unfall betiteln, aber gehe ich jetzt auch davon aus, dass es ja auch sowas ist. Ist halt so eine Schleifspur, richtig. Ja, und hier liegen auch so Äste. Ja doch, das ist eine Schleifspur, dann gehe ich mal nach da. Und folgen wir der Schleifspur. Und gleich werde ich umgenietet. Ah, ja, okay. Oh Gott. Oh Gott. Ist ein Lager. Ich sehe niemanden rumlaufen. So. Ich weiß nicht, wie viele da sind. Das ist ein bisschen größer. Ich habe den unbekannten Trank nur. Ich habe kein... Warte, der Bockblut ist doch hier. Ausdauer erhöhen. Ach, wisst ihr was? Rein damit. Wer ist da? Ich bin da. Der hängt fest, oder? Nein, das ist bei der 1. Ich hätte kurz überlegt, den Bogen zu nehmen. Nimm das Schwert wieder! Alter, das sind die auf gar keinen Fall. Hast genug vom Leben, was? Ja. Was im Sinne des Wortes? Ja gut, das war es quasi. Ja. Das würde ich ungern jetzt schon machen. Das würde ich nicht schaffen. Das würde ich nicht schaffen. Nee. Die haben ja auch alle eine Rüstung an, aber ich wüsste ganz gern die Stelle. Also hier ist was. Hä? Ja, wo bin ich? Ja, doch. Ich stehe direkt vor dem Gedöns. Ich werde mir diese Stelle, ich kann keinen mehreren Marker jetzt wirklich mal kurz abfotografieren. Weil das würde ich gerne mehr anschauen, das Lager. Das sieht auch, also sieht aus wie so ein kleines Lager, so richtig. Aber das schaffe ich jetzt nicht, würde ich mir mal ganz gerne machen, wenn ich fitter bin. Nennen wir es fitter. Außer ich muss dann natürlich jetzt gleich hin nach der Karte. Ich hoffe nicht. Weil eigentlich musste ich hier nach unten. Macht nur das, was ich eigentlich machen soll. Oder wollte. Aber nee, ich glaube, nee, das wird nicht. Da muss ich jetzt wirklich hier... Das... Nö, nö, nö.
Aber ich finde das ganz cool, dass man so Sachen entdecken kann. Ich finde nur schade, ich kann es mir nicht markieren. Also ich suche jetzt am Weg nach so einer Dreierfelsding. Und da muss ich runter. Ich bin noch nicht richtig auf dem Weg. Ja, das ist der Weg, den ich brauche. Und hier benötigen wir eine Dreierfelskombination. Ich bin vorhin, als ich hier lang bin, ist ja schon wieder gefühlt eine Stunde her, da waren auf jeden Fall ein paar Steinchen. Ich glaube, die anderen Karten werde ich dann zusammenschneiden. Da probiere ich mich mal zusammenzunehmen und nicht 500 andere Sachen parallel zu machen. Aber ich war hier noch nicht. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ich muss es mir ja dann anschauen. Und dann siehst du so eine Hinweise wie Blut. Oh, wieder schwierig. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Hier gibt es Steinchens. Aber, weil da ein Weg war. Ich habe gerade mein Game beendet. Ach ne, ich habe eine Fehlermeldung von Windows. Hallo, ich will spielen. So kurz rausgeschmissen. Ich glaube, das ist eher so hier, weil da ist der Fluss auch näher dran. Einmal in die andere Richtung, bitte. Weil das ist sonst so komisch, weil eigentlich müsste der kleine, laut dieser Karte, was auch immer, der kleine Fluss näher dran sein. Ich reite hier quasi gerade wieder raus. Ich muss das sehen. Das müssen die so auffällig machen. Ich sehe das sonst nicht. Ja, nicht vielleicht so krass wie in anderen Games mit so einem Kantenmaler. Das wäre schon wieder ein bisschen übertrieben. Also aber so ein bisschen, dass ich das sehe. Das wäre schön. Wie so ein Unfallort. So, jetzt bin ich dichter am Wald drin. Jetzt könnten irgendwann mal Steine kommen. Das ist ein Torbogen. Ist das damit gemeint? Hier, also ich würde mal sagen, ich habe eine Steinformation gefunden. Schon irgendwie. Würde ich jetzt... ist ein Lager. Ist der böse? Der hat auf jeden Fall ein Problem. Hey, verpiss dich da! Das ist nichts für deinesgleichen. Für deinesgleichen? Bin fort mit dir! Nö. Ich will den nicht mitnehmen. Ich wollte den Knarrenstoß machen. Ach, der ist schon tot. Hä? Ist da noch jemand? Nee, es ist einfach nur ein normaler Wilderer gewesen. Ich dachte, ich hätte die Steinformation entdeckt und dann wirst du angemeckert. Naja, irgendwann respawnen die ja wieder, ne? Und auch noch kleine Rehe. Ich würde mal sagen, er sollte hier definitiv gucken, dass er... mit den Fliegen das anders handhabt. Muss man ein bisschen sauberer machen. Und das ist ja okay, das ist jetzt stehlen. Weil der ja eigentlich... Wenn man die das... Ja, da sind ein paar andere Sachen hier noch, ne? Alles stehlen. So ein Wilderer wird ja wohl niemand vermissen. Sagte sie und wird danach auch noch angegriffen oder aufgehalten.
So, das einmal alles zu meinem Pferdchen, falls ich angehalten werde. Ich werde ja gerne angehalten. Modische blaue Beinlänge. Ja. Roter Händlerhut. Das ist doch von vorhin. Ja, super. Ich wurde einfach so von einem Händler angegriffen, oder wie? Na, so mag ich das doch. Der Bogen wäre besser, aber das geklaut. Pack das erstmal rüber. Es vergeht ja auch einige Zeit. Und dann ist es, glaube ich, nicht mehr gestohlen. Oder ich verkaufe es halt einfach. Wieder ein Grund, Peschek zu gehen. Kommen wir aufs Eigentliche zurück. Ist das jetzt die Felsformation, die ich brauche? Das können die doch nicht machen. Weil es ist ja ein Lager. Das Wildschwein muss auch noch rüber. Aber dann wäre es auch eine richtige Felsformation. Weil hier sind halt auch Felsen. Da. An sowas bin ich vorbeigeritten. Ich glaube schon, dass ich hier vorbei muss, aber ich muss in eine Art Mine. Oder das soll das sein, der Eingang. Aber das glaube ich nicht, weil da ich habe jetzt keine Kiste gesehen. Ich hole mir mal meine Schaufel aus dem Kofferraum. Also ich finde, das ist ein toller Hinweis. Also, hier ist er. Aber nur er wird ja jetzt nicht der Hinweis sein. Mal weiter. Es hieß ja südöstlich. Ich noch eine Mine entdecke. Hier ist es auf jeden Fall sehr steinig. Ich bin falsch, ne? Ich brauche einen großen Stein noch. Da stand ein großer Stein. Auf dem stand abgebildet war da. Und dann sah es aus wie so ein Mineneingang. Grab. Ich habe ein Grab gefunden. Aber soll ich nicht eine Mine finden? Grab für einen Freund. Da soll ich ein Grab finden. Ich glaube nicht bei den Sachen, die jetzt hier sind. Eher weniger. Ich habe mich nur gerade wegen dem Baum gewundert. Deshalb habe ich so geschaut. Nee. Ich glaube, hier bin ich falsch. Also ich glaube, der Wilderer, dieses Felsformationsding, ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche was anderes. Ich reite den Weg nochmal kurz weiter. Ich noch einen anderen Hinweis hier, weil das hätte man anders reingemalt. Also so ein Lager malt man ja anders rein mit den Steinchen, wo man so einen Durchgang hat. Komme ich nicht mehr zu dem Weg, ne? Hier und mein Orientierungssinn. Wie immer, optimal. Ich hole nach Kartenausschau halten, das wäre jetzt das Beste. Ich finde alles Mögliche, aber nicht das, was ich finden soll, habe ich so das Gefühl. Eben, also, es tut mir wirklich sehr leid. Ich glaube, wenn ich die anderen mache, das werde ich irgendwie schneiden. Also, da kriegt ihr ja die Krise sonst. Gut, Daumen. Achso, ich kann dir mal wieder was zu essen geben. Stopp! Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ach nee, das habe ich schon rübergepackt, ne? Ach nee, ich habe hier noch was. Kriegt der Rind. Ey, komm, Rind hat er selten. Meistens hat er Hase oder sich selbst. Wenn ich das Hundefleisch habe.
Hier sind auf jeden Fall wieder Felsen. So. Ja, genau, sowas hatte ich auch gesehen, als ich hier vorbeigeritten bin. Ist es sowas? Ah, da, da, da! Hier, das hat... Das sieht aus wie auf dem Bild. Hier diese, zack, zack, zack. Ich bin ja Feuer und Flamme, sage ich euch. Diese Dreierdings. Da, was man da sieht, ich glaube, oder? Oder nicht? Sieht doch so aus. Ich finde, das hat jetzt mehr Ähnlichkeit von dem Hinweis, also der Rest. Und ich wette, jetzt gleich geht's nochmal weiter. Was ist denn jetzt hier markiert? Ach so, das Grab ist markiert. Ich finde, das könnte eins sein. Aber bevor es dunkel wird, gehe ich einmal mal kurz den Weg weiter. Weil das werde ich mit der Fackel sonst nicht erkennen. Wenn es ganz dunkel ist, kann ich wenigstens noch nach Hause reiten, aber... Das Stühlchen schwebt. Und hier waren die einen Banditen, wo ich war. Und hier ist es so abgeschwächelt. Ich glaube, hier kommen keine Steine mehr. Also irgendwo hier muss dann... Es muss noch einen großen, runden Stein geben. Wie man das auch immer erkennen möchte. Wenn es jetzt... Ich brauche eine Taschenlampe. Wenn es jetzt dunkel wird. Oder so im Generellen. Ich dachte gerade, da wäre was. Ich suche ja eigentlich eine Mine und finde ein... Ist das eine Hütte? Das ist schon richtig dunkel, ne? Das ist eine Hütte, Tatsache. Kann ich hier kurz schlafen? Interessanter Ort, ja. Manchmal haben die da dann trotzdem so eine Schlafsachen. Aber eine Hütte hätten die ja aufgezeichnet. In der Karte. Unfallort. Ja. Da rein. Alter Zacher. Okay, jetzt sehe ich sie. Also, ich sehe gar nichts mehr. Was macht ihr so? Ach. Ups. Kann ich hier schlafen? Ich habe mal wieder einen Unfallort gefunden. Läuft. Ich kann ihn nicht looten. Oder liegt es daran, dass ich... Ja. Ich würde mal sagen... Dem geht's super. Ich erschrecke mich vor den Geräuschen, die mein Tier macht. Kann ich aber nicht schlafen. Ist das jetzt Haus Vorder eingebrochen oder nachdem er tot war? Er sah jetzt nicht so skelettig aus. Na gut, ich... Keine Chance, ne? Jetzt hier irgendwas zu finden. Ich müsste auch südöstlich, das ist da. Jetzt war ich verwirrt wegen der Hütte. Bin ich überhaupt? Ist noch eine Hütte. Ah, nee. Das ist die Hütte, wo ich gerade war. Ja, ja. Ihr wisst ja. Verwirrt sein kann ich. Nö, ich will nicht nach Hause und wieder hierher kommen. Was habe ich denn den ganzen Tag gemacht? Ja, ja. Ich weiß. Nicht so viel. Aber eine Mine müsste ich ja auch so finden. Also so ein Mineneingang. Aber die sind ein Stein. Ich halt nicht. Hier geht es halt auch so runter. Also theoretisch sollte ein Mine... Also das sieht zumindest auf der Karte für mich aus wie ein Mineneingang. Hier ist Ende im Gelände. Keine Ahnung, ist ja auch richtig weit weg.
Und der eine Fluss, der ist ja gefühlt gar nicht mehr da. Wo soll ich denn die Sachen finden? Weil der eine, weil der wird angezeigt, oder war das quasi nur, dass man weiß, man muss auf den Weg gehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so tief in den Wald rein muss. Ich habe schon mal diese random, so eine random Mine ja gefunden im Wald. Habe ich nur Angst, dass ich gleich überfallen werde. Nicht. Na gut, ich gehe mal wieder zurück. Gehe wieder nach Hause. Nach oben auf den Weg. Schade, ich hatte gehofft, dass ich bei dieser zerfallenen Hütte, naja, wisst schon, dass man da schlafen könnte. Da gibt es ja so ein Strohbett. Ich hätte beim Wilderer schlafen können. Mist. Ja, ich guck mal, dass ich irgendwie da hochkomme. Auf den Weg, und dann würde ich in Richtung... Schnellreise bringt mir ja nichts, beim Wilderer mal kurz schlafen. So schnell taucht er ja nicht auf. Also, respawnt nicht, hoffe ich mal. Sonst kriege ich im Schlaf einen übergedübelt. Komme ich nicht an den einen Tannen hier vorbei? Also, ich wollte gerade sagen, also wirklich. Ich müsste ja irgendwann auf dem Weg wieder auftauchen, wie auch immer. Ist einfach nichts. Ich sehe auch nichts. Allein im Wald, im Dunkeln, das ist immer die beste Idee, die man machen kann. Ich finde, das läuft hier super, ohne Probleme. Perfekt. Was will man mehr? Wann kommt der? Okay. Ich wollte gerade sagen, nee, es kommt noch ein Weg. Und hier ist der Weg. Es hat überall Stein. Hier sieht es halt auch so aus, als könnte das hier übrigens sein. Weil hier so länglich das ist. Aber ich habe nichts gefunden gehabt. Wollte halt... Ich wollte halt jetzt nicht so viel Zeit vergehen lassen, weil ich auch in mein Dörfchen zurück wollte, um zu gucken, ob da noch Geld in der Truhe ist. Sonst habe ich da das nächste Problem in meiner Stadt. Kann ich nicht eine Briefeule schicken und mir das nebenbei mal anschauen? Mal diese schwierigen Dinge hier. Ich hatte da zwar ganz viel reingelegt gehabt. Aber ja, nee, ne? Ich habe heute überlegt, dass wenn ich jetzt zu meinem Dorf reite... Kann ich ja auch nicht schlafen, ne? Obwohl es mein Dorf ist. Ach, das ist doch zum Mäusemelken. Wer überlegt sich sowas denn? Ist mir zu blöd. Ich mach die Karten nicht. Ich soll ja schon den ganzen Wald auf Quadratmeter absuchen? Auf keinen Fall. Ich geh jetzt in der wilderer Höhle pennen und dann fahr ich nach Hause. Sind mir so blöd. Ich habe ja Besseres zu tun. Ich bin hier Vogt von etwas und muss ihn nachts durch den Wald latschen. Ich klaue mir das Geld einfach zusammen. Ehrliche Arbeit? Brauche ich nicht. Wer braucht es denn? Keinen Fall. Ich sehe nichts. So, da ist der Weg.
Und jetzt hier zu dem... Nee, das war der Krabbe. Das Wildererlager war irgendwo da so. Das hätte man mal hier aufzeichnen können. Ist mal viel, natürlich nicht, ne? Das mal wieder nicht. Als ob ich das jetzt finde. Sie überall Steine. Als ob... Nee, es ist für mich... Sieht aber alles gleich aus. Sieht alles gleich aus. Ja. Da müsste irgendwie so eine gewisse Formation, Felsformation sein. Und dann können wir darüber uns auch unterhalten. Aber so... Ich sehe das nicht. Das muss ich halt so reiten, aber nach da gucken. Weil irgendwann musste das vom Wilderreihe hier auftauchen. Ja, da ging ja so ein Weg rein. Ist das hier? Ja. Die Leiche ist weg. Kann ich hier schlafen? Weil ich einen Nervenzusammenbruch bekomme? Nee, oder? Das war bescheuert. Sag mal, wie spät ist es? Dann stehe ich jetzt einfach und warte. Beim Stehen verbraucht man ja keine Energie. Das ist mir zu blöd. Das ist mir jetzt wirklich ein bisschen zu blöd. Wieso gibt es ja kein Bett? Sonst findest du random die Sachen im Wald und so dann mal wieder nicht. Obwohl du da eine richtige Überdeckung sogar hättest. Magst du eine Aufgabe nicht. Null. Ich warte mal noch eine Stunde. Ich brauche richtig Licht. Sonst wird das gar nichts. Ich habe richtig Bock, ne? Richtig Bock. Nicht. Die anderen Karten mache ich nicht. Nee. Also vielleicht mache ich die, aber ich nehme es nicht auf. Ist mir zu bescheuert. Ich weiß auch nicht, was ich erzählen soll, ne? Das ist einfach so... Mache ich bestimmt irgendwann, während ich nebenbei mir einen Film anmache und so. Das beruhigt einen. Aber wenn man sich so denkt... Es tut mir leid, ich finde so eine Folge selber dann arschlangweilig. Und das... Entweder cutte ich alles hardcore zusammen oder ich lasse es. Also nimm es nicht auf. Weil das ist einfach ne, so... So eine Folge finde ich persönlich immer blöd. Deshalb mag ich das nicht. Wo reitest du denn hin, Dicky? Nervenzusammenbruch. Mach das, was ich sage. So, ich will jetzt die perfekte Felsformation haben. Oder die Leute sollten lernen zu zeichnen. Das sind drei Brocken. Drei Brocken. Wir sind überall drei Brockensteine und ich laufe überall rein. Aber nirgendwo finde ich danach einen kugeligen Stein. Weil danach brauche ich ja diesen kugeligen Stein. Das ist das Problem mit. Was glotzt du so, du Stück Scheiße? Willst du einen in die Fresse oder was? Wie bitte? Ja, komm mal her. Ja, komm her. Was nennst du kämpfen? Was nennst du denn kämpfen, hm? Jesus! Es hieß gerade, wer ist da? Achso, von dem Wanderer, glaube ich. Ich fühle mich gleich ein bisschen besser. Ist der andere tot? Wieso sind die auf einmal da? Bekannter Trank. Die haben immer diese unbekannten Tränke dabei. Ich gönne mir das gleich. Ich sag's euch. Das gönne ich mir gleich. Ja, wo tauchen die denn jedes Mal auf? Ich habe so das Gefühl fast, als wäre es dann auch dort. Als wäre dort... Also ich hier dann das Ding. Aber von hier war der Unfall... Ach, ich weiß nicht. Der Unfall. Ich muss ja danach südöstlich. Ich gehe jetzt weiter. Aber irgendwas ist hier, ne? Die tauchen hier auf jeden Fall ein bisschen häufiger auf. Als andere. Ich auch, so kriege ich auch richtig Kleingeld zusammen. Also ich verstehe nicht ganz, warum, wieso, weshalb die da rumhängen.
Also null. Was machen die da? Das Fleisch war so schwer. Ich habe mir die ganze Zeit gerade überlegt, was packe ich denn noch rüber? So, dann kann ich mich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder bewegen. Die haben mir aber keinen Schaden zugefügt. Felsformation. Ja. Ich würde ja fast vermuten, das ist da, wo die... Nicht Banditen, diese möchte gern Banditen ab und zu auftauchen. Oder meinen die in Felsformationen unten? Aber nee, auf der Karte war das ja südöstlich oder so. Man kann ja auch denken, dass vielleicht das da gemeint ist und es falsch eingezeichnet und dann soll es zu südöstlich gehen. Weil gerade eben war nichts. Weil dort ist sehr viel Stein. Aber obwohl das auf der Karte ja eigentlich unterhalb vom Weg ist und nicht gut. Oberhalb ist ein Lager, hätte ich hier schlafen können. Ein interessanter Ort auf jeden Fall. Ich suche einen großen runden Stein. So was würde man aber auch hier sehen, weil hier ist es ja flach. Ich habe jetzt nur dieses Lager gesehen. Es ist halt überhaupt keine Abschätzung noch, wie weit man laufen muss. Ein Hinweis auf der gezeichneten Dings war noch ein runder Stein. Und unter dem runden Stein ist eine Art Mine. Aber ich weiß nicht, ob die sowas Kleines hier meinen. Das stimmt nämlich nicht, weil sowas sieht man einfach gar nicht. Oder groß. Hier geht es halt wieder runter. Also hier kann auch irgendwo eine Mine sein. Da sind Steine. Weil das ist ja hier auf jeden Fall ein Berg. Wieder ein Wilderer? Interessanter Ort. Ich glaube, ich habe schon wieder so ein Jägerlager entdeckt. Aber ich entdecke nicht das, was ich eigentlich entdecken soll. Oder zählt das jetzt als Stein? Ich suche jetzt den gesamten Wald hier ab. Nämlich nicht, glaube ich. Ich muss ja, das ist ja, diese Karten haben ja einen Zweck, ne? Also ich habe noch nicht die Sachen gefunden, die, ja, die Belohnung für so, für diese Karte wäre. Ich finde die ganze Zeit so 0815 Krimskrams. Und bei den Karten müsste doch jetzt eigentlich doch was anderes drin sein. Jetzt einfach hier lang und gucke, ob ich noch eine Mine finde. Ich habe einen großen Stein gefunden. So, also das ist der Stein. Also komm, Leute, das ist der Stein, der abgebildet ist. Also so ein Ding. Einfach so im Wald. Das wird es ja wohl sein. Ja, oh Gott. Heilige. Hier. Naja, wenigstens habe ich hier, ne? Interessante Orte muss man entdecken. Höhle. Ja, hier sind nämlich einige Sachen dran. Ach, Jesus, ich. Läuft auf jeden Fall richtig gut bei mir. Ich hab's. Ich hab's geschafft. 10 Jahre später. Fast. 1 und 2 habe ich dann
hätte ich ja nur noch 3, 4 und 5 vor mir. Und so wie ich hier, das dauert 10 Jahre. Oder die Art und Weise, wie ich vorgehe, um die Sachen zu machen, sind ein bisschen fragwürdig. Ja, ich weiß, ein so ein Ding. Und wahrscheinlich total bescheuert. Aber ich, erstens, weiß ich nicht, ich sehe so viel und ich lasse mich aber von jedem Scheiß ablenken, was man entdeckt. Das kann ich irgendwie nicht anders. So modischen Schlappen habe ich schon mal, oder? Kann ich direkt mal gucken, ob ich das dann ändere zu meinen anderen Sachen. Das Warhorse-Sachen sind jetzt... Warhorse-Sachen? Oh Gott, ich kann nicht mehr, ne? Ich hatte davon auch die anderen Teile, ja, aber anziehen bringt es mir jetzt recht wenig. Außer ich will mit roten Sachen rumlaufen. Es ist von den Werten bin ich jetzt schon ein Stück weiter, ne? Ich bin zu faul. Ich bin zu faul. Wir machen eine Schnellreise zurück nach Hause. Ich werde mein Inventar aufräumen, die Sachen verkaufen, gucken, was ich behalten werde. Ich habe hier sehr viele interessante Orte entdeckt. Gibt es ein Achievement für finde alle interessanten Orte? Okay, das würde ich auch niemals schaffen, aber naja, gut. Ist einiges. Aber ich würde sagen, ich bin durch für heute. Die Karte ist entdeckt. Ich verkaufe jetzt mal die Sachen, mache mein Inventar leer. Und dann mal gucken, ob ich die anderen Karten weitermache oder auch nicht. Muss weg, kaputt. Oh Gott, die schaffe ich nicht. Ich will nach Hause. Ja. Das ist mir gerade... Der eine hat doch Kumanrüstung an. Nimmt den Wanderer hier geradezu. Gefundenes Fressen. Also ich müsste eigentlich jetzt schon raus sein. Ich hab mich doch schon mit... Du dreckiger, stinkender Kumane. Genug an... Wieso wurde ich als dreckiger, stinkender Kumane gerade bezeichnet? Ich laufe ja an einem Lager nach dem anderen vorbei. Also hier das, dann hier. Na klar. Und dann werde ich auch noch so bezeichnet. Hätte ja ruhig die dann, die ich angesteppt habe, mal ausbeuten können. Aber doch nicht mich. Egal, bis zum nächsten Mal. Ich weiß auch nicht, was wir machen. Ja, wir gucken mal ganz spontan. Was los ist. Das war mir ein inneres Blumenpflücken. Ciao.